Hallo zusammen, mich hier ist wieder Hotela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um zwei ganz besondere Toys und zwar seht ihr schon, wir sind hier einmal im Schlund unterwegs, aber nicht in der normalen Schlundphase, sondern in der Riftphase. Das sieht man daran, dass das alles ein bisschen weißer hier ist. Und dort können wir zwei Toys aus einer Kiste bekommen und diese Kiste schimpft sich zu Wahls Tresor. Und ihr seht schon, die Kiste bewegt sich so lustig, weil ich mit meinen beiden Accounts dran bin und diese Kiste muss man nämlich ziehen an einem bestimmten Punkt. Und wenn man die Kiste an einem bestimmten Punkt gezogen hat, dann kann man sie öffnen und bekommt ein bisschen Loot. So, jetzt gibt es ein paar Fragen wahrscheinlich, die ihr euch stellt. Wo ist die Kiste? Wie komme ich in diese Riftphase rein, dass ich die Kiste holen kann und wie funktioniert das alles? Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Autowalk langsam Richtung Abgabepunkt und dann werde ich das euch mal kurz zeigen. Also, in die Riftphase kommt ihr durch zwei Wege rein. Wenn dann, ihr habt einen kollabierenden Rissstein, das ist ein Item, das man aus der Kiste rausbekommt und da könnt ihr dann ein Riftportal öffnen und da können andere Spieler und ihr reingehen. Ihr müsst aber als letztes reingehen, weil wenn ihr reingeht, ist quasi das Ding geclosed. Ja? Und die andere Variante, die man normalerweise benutzt, ist, dass man einen ganz normalen Rift-Key hat, und zwar reparierte Rift-Schlüssel heißt der. Den kann man von allen Rares und Kisten in Cortia bekommen, droppt da eigentlich halbwegs gut. Die Geschichte ist, wenn man diesen Schlüssel hat, dann muss man sich ein Eingangsportal suchen. Wenn ihr bei der Codex-Fraktion hier, Ruf, bei der Rang 4 habt, könnt ihr die auch einfach für 100 von der Währung kaufen. Wenn ihr es nicht habt, müsst ihr Adressen Kisten farmen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir diese Eingänge. Und zwar gibt es verschiedene Eingänge hier in Cortia. Wenn ich jetzt nicht in der Riftphase bin, dann werden die mir auf der Map mit Handynotes und Handynote Shadowlands angezeigt. Ich weiß aber, dass hier in der Höhle etwa auf den Koordinaten 41, 41, wahrscheinlich nicht genau, aber hier ist auf jeden Fall eine Höhle und da in der Höhle ist ein Eingang. Also wenn ihr so einen Key habt, kommt ihr da rein, seid in der anderen Phase und dann heißt es hier einmal von Kort hier in den Schlund zu laufen und jetzt ist es so, dass diese Kiste an verschiedenen Spots sein kann. Es gibt insgesamt 4 Spots. Hier ist einer bei den Koordinaten 66, 58. Dann haben wir hier einen, da habe ich es gerade gefunden, bei den Koordinaten 62, 64. Dann hier bei den Koordinaten 47, 79 und den letzten Spot, den haben wir hier oben, 33, 67. Das sind die 4 Spots, die mir bekannt sind. Die werden auch hier im Add-on Handy Notes, Handy Notes Shadowlands angezeigt. Und dann klickt ihr die Kiste an und zieht die halt runter. Das dauert relativ lang, weil ihr seid relativ slow. Wenn ihr übrigens schneller nach vorne lauft, dann ist es tatsächlich so, dass ihr gestunt werdet, also es dauert lang. Auch mit mehr Spielern geht es tatsächlich meiner Meinung nach auch nicht schneller. Andere können euch theoretisch hier behindern, ne? Seht ihr das? Also ganz witzig auf jeden Fall. So, und das ganze Ding müssen wir dann hier hinziehen zu Venari. Also wenn ich habe jetzt von hier oben, ne, hier runter das hingezogen. Und wenn das da hingezogen ist, dann können wir die Kiste aufmachen. Dann gibt es ein bisschen Loot. Ihr seht hier die kollabierende Rissstein, gibt es hier raus. Das ist quasi der Stein, wo ihr andere Leute mit in den Riss nehmen könnt. Den kriegt ihr natürlich erst, wenn ihr mit dem anderen Stein das erste Mal hier in den Riss gekommen seid. Sonst, könnt ihr das ja nur aus der Kiste hier rauslooten. Übrigens, wenn ihr in die Riftphase reinkommt, dann habt ihr eine Viertelstunde nur Zeit. Wenn ihr sterbt, seid ihr aus der Riftphase wieder raus. Deswegen, wenn ihr hier in Cortia über das Portal reingeht, schaut halt, dass ihr nicht sterbt, schaut halt, dass ihr keinen Blödsinn macht und dass ihr die Kiste hier einmal gelootet bekommt. So, ihr habt das gesehen, ich habe die mit beiden Chars gelootet. War jetzt irgendwie nichts sonderlich Tolles drin, aber das Gute ist, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Die kann man übrigens täglich einmal holen. Und hier mit dem Twink habe ich mittlerweile beide Toys. Und zwar haben wir einmal Käfig des Kerkermeisters und persönliche Kugelfresse. Fessel. Ach so, okay. Ich habe mich verguckt. Kugelfessel. So, ich hab mich gerade schon gewundert. Die beiden werden wir jetzt mal lernen, uns das Ganze mal anschauen. So, erstmal hier den Käfig. Den lernen wir mal und dann gucken wir uns das mal kurz an, beziehungsweise persönliche Kugelfessel, die lernen wir auch. Machen wir das mal mit dem Main-Account, weil ich glaube, da habe ich den Sound an. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ah ne, machen wir mal den Sound an. Ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwelche Soundeffekte mit dabei sind. Also, hier haben wir die persönliche Kugelfessel. Benutzen, 5 Minuten Abklingzeit. Okay, ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich versuche jetzt mal den anderen Char an. Ach, lol, okay. Dann haben wir einfach, seht ihr das? Das ist eine Kugel, die wir hinterherziehen. Sind wir dann langsamer?
Ja, wir sind halt auch geslowed. Oh boy, auch die Reisegestalt ist geslowed. Schau mal, die geht so mit. Wir können uns dann selbst runterslowen, ne? Es gibt ja auch eine Taste, dass du dieses Gehen hast. Das ist aber, glaube ich, noch langsamer. Ich bin am Überlegen, ob es vielleicht irgendwo bei irgendeinem Movement-Encounter mal was bringt, einen Ticken langsamer zu sein. Also wahrscheinlich nicht, ne? Aber es ist ganz witzig. Es ist auf jeden Fall ein witziges Toy. Sowas habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, so eine Kugel, die einem hinten herhängt. Wäre cooler, wenn es am Fuß wäre, als einfach aus dem Rücken raus. Also da hätte man das vielleicht ein bisschen cooler noch designen können. Aber so an sich sieht das Ding ja hochwertig aus, ne? Vom Aussehen her. Okay, cool. Das ist das Erste, was wir haben. Und das Zweite war der Käfig. Der Käfig des Kerkermeisters. Tretet in euren ganz persönlichen Käfig. Ah. Jetzt haben wir auch noch einen Käfig um uns rum. Und wir sind gerade aus der Phase rausgeflogen. Jetzt sind wir wieder in der normalen Phase. Das ist auch cool. Wir können uns nicht bewegen. Ich kann jetzt hier auch nichts machen. Wenn ich jetzt in die... Das könnt ihr. Ich kann überhaupt nichts. Kann überhaupt nichts machen, wenn ich in dem Käfig drin bin. Was mich interessieren würde. Das hat ein bisschen Abklingzeit, ne? Ja, 15 Minuten. Jetzt gehe ich mal mit dem anderen. Weil da habe ich jetzt hier die Bärengestalt noch. Ob ich dann in der Bärengestalt da auch drin bin? Ah, nee, okay, du wirst aus den Gestalten rausgehauen. Okay. Jetzt gucke ich mal. Wahrscheinlich kann ich. Ist das jetzt nichts, was. Nee, da kann ich durchhüpfen, okay. Übrigens, die beiden Toys, das eine hat eine 7%ige Chance und das andere eine 10%ige. Es sind aber noch relativ wenige Drops bei WoW Head drin, deswegen vermute ich, dass beide wahrscheinlich um die 10% liegen werden. Und damit geht es eigentlich schon klar. Ein bisschen nervig ist es am Anfang in die Riftphase zu kommen, weil man halt diese Keys braucht und dementsprechend das vielleicht nicht jeden Tag machen kann. Sobald ihr den Ruf habt, könnt ihr die einfach kaufen und müsst nicht mehr die blöden Rares für die Keys quasi abklappern. Oder ihr findet halt jemanden, der eine Gruppe im Tool gibt es auch manchmal, eine Zuvaals Vault, so heißt das Ding nämlich im Englischen, Gruppe aufmachen. Die haben dann oft auch diese Steine und dann kann man mit der Gruppe quasi mit dem Portal rein und dann braucht man selber quasi auch keinen Key. Da könnt ihr mal ein bisschen schauen, ob ihr was findet. Ich zeige euch nochmal kurz die Map. Die Dinger sind jetzt leider weg, aber ich habe mir ein Makro gemacht, wo man sie dann quasi jetzt hier auf der Karte auch sieht. Also diese Punkte könnt ihr ablaufen. Das schafft man aber auch locker in der Viertelstunde, wenn man sich den Buff geholt hat. Gut, das war alles, was ich euch zu den Toys sagen bzw. zeigen konnte. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.